Hallo Freunde, schön, dass ihr dabei seid bei Borderlands 2. Die Suche nach der Herausforderung stillgelegte Minen. 5 Minen müssen wir hier finden im Tundra Express. Die erste Mine liegt hier weiter rechts auf der Karte. Langsam der Mine nähern, ausschalten, fertig. Du hast meine Annäherungsmine entschärft? Verdammt, Kleine, du bist echt nicht ohne. Die nächste Mine findet ihr weiter links auf der Karte hinter der kleinen Stadt. Die liegt auf so einer kleinen Anhöhe hinter so einer Felsformation. Die habe ich hier schon, wie man sieht, ist der Schalter rot. Die habe ich schon deaktiviert. Deswegen geht es auch ganz schnell weiter zur nächsten. Die liegt weiter links oben auf der Karte unterhalb dem Farmhaus. Hier zeige ich euch das mal im Detail, wie schnell ihr darauf zugehen könnt, um sie zu deaktivieren. Wie gesagt, es sind 5 Minen von Tiny Tina, die wir hier deaktivieren. Wir haben jetzt hier die dritte, wie ihr unten links seht. Die nächste befindet sich etwas weiter rechts von der letzteren Position. Dazu müsst ihr einfach nur hier ganz locker flockig über die Bahnschienen rüber, links runterspringen, vorsichtig der Mine nähern. Ihr müsst ein bisschen auf das Piepen achten, dass das nicht schneller wird. Wenn es nämlich schneller wird, dann macht man ganz schnell Kavoom. Also immer aufpassen. Einmal schnell hier um die Ecke gehen, Schalter drücken und weiter geht's. Die allerletzte Mine befindet sich ganz oben auf der Karte im Tundra Express. Hier an diesem Turm. Da die gleiche Prozedur wie bei den anderen Minen auch. Langsam dran gehen, dann passiert nichts. Schalter drücken, Herausforderungen abschließen, Token kassieren und weiter geht's. Ich hoffe, dieses Video hat euch sehr viel weitergeholfen und ihr schaltet auch beim nächsten Video wieder ein. Danke fürs Zuschauen und bis bald.